Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in Wallonien mit einem schönen Blick hier auf unsere gerade einigermaßen zu Ende geplante Chemiestadt. Und wenn man das so sieht, ist schon ziemlich beeindruckend, wie viel Vorplanung nötig ist und wie viel überhaupt nötig ist, um so eine Stadt zu betreiben. Ja, kommt natürlich auch immer mehr dazu und das Thema Wasser, Abwasser, Trinkwasser ist ja hier noch gar nicht integriert. Auch das kommt noch hinzu. Aber gut, das später, wie gesagt, in der nächsten Staffel, wenn alles klappt. Und wie immer gibt es noch eine Sache, mindestens eine Sache, die ich vergessen habe, die ich hier noch nachtragen will oder nachplanen will. Und zwar habe ich mir überlegt, es würde sich sicher lohnen, wenn wir auch jetzt schon eine Bauunion etablieren. Die muss natürlich noch keinen eigenen Kies und so weiter, also keine eigene Kieswirtschaft und Zementwirtschaft haben, da kann sie vielleicht noch woanders hinfahren. Aber wenn wir schon die Freilage haben mit Beton, mit Holz und so weiter, dann ist das schon eine Erleichterung für den Bau dieser Stadt. Aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, diese Bauunion auf dieser Seite zu platzieren. Die ersten Gebäude und nicht auf der Stadtseite. Ich glaube, das passt hier auch ganz gut hin. Dann wird das vielleicht schnell gebaut und ja, und damit beschleunigt sich dann noch weiter der Bau der Stadt. So, jetzt schon wieder die klassische Frage, weil man das so wenig baut. Bauindustrie natürlich. Das ist das, was wir suchen. Konstruktionsbüro, aber hier werde ich wie gewohnt mein großes Modbüro nehmen. Dieses hier hatten wir mal, ne? Genau, das ist das, was wir haben wollen. Das platziere ich dann dementsprechend, ja, vielleicht ein bisschen abseits dieses Hügels. So, dass wir nicht zu sehr viel Terraforming machen, aber so müsste es eigentlich ganz gut kommen. Machen wir das mal, dann haben wir nur diese Ecke da, die da reingefräst wird, das ist das eine. Und dann möchte ich gerne noch zwei Freilager. Ich nutze tatsächlich ja immer zwei Lager, wo dann jeweils zwei Produkte sind. Und die kleinen reichen bisher, habe ich das Gefühl, auch für die Bauwirtschaft ganz gut aus. Haben wir zumindest eigentlich überall so gemacht. Das werde ich dann also auch weiter so praktizieren. Okay, platzieren wir das dann daneben. Eins da und eins dahin. Passt da ja wunderschön. Prima. Dann kann das auch geplant werden. Und das Letzte, was wir hier noch machen müssen, ist die Fußwege. Zumindest die wichtigsten planen, weil manche Gebäude benötigen diese, damit es überhaupt losgeht. Und zum Beispiel gehört der Bahnhof dazu. Frage ist, ja, wir werden da drei Fußwege machen. Das ist schon völlig okay. Hinten raus, da müssen wir uns vielleicht sowieso noch was überlegen. Ja, wir brauchen Bahnhöfe, weil die Leute direkt zu Fuß eigentlich in die Chemiebetriebe gehen sollen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Überführungsmöglichkeiten. Das will ich jetzt erstmal noch nicht planen. Das lassen wir mal so. Ich glaube, ich mache auch wirklich jetzt erstmal nur die groben Fußwege, damit hier gebaut werden kann. Dieser Fußweg allerdings, so ist klar, dass der so geführt werden muss und dass das hier irgendwie so rangeführt wird, ist auch klar. Wir sehen aber, dadurch, dass die Häuser auch ein bisschen unterschiedlich sind, wenn man sie dreht, ergibt sich hier so ein interessantes Muster, mit dem ich aber sehr gut leben kann. Dass das so schräg hochgeht. Auch irgendwie witzig. Okay, so, wie machen wir das hier am besten? Ich würde sagen, hier planen wir einen direkt hier rüber. Und dann gehen wir hier gerade weiter durch. So, das ist ganz gut. Und dann wird hier weitergemacht. Der geht dort vorne ran, das heißt, den müssen wir aber auch irgendwie ranführen. Das geht natürlich nicht an die Kreuzung. Das ist natürlich eine Dilemma-Situation, wobei wir werden das so, sag mal, geht er jetzt gar nicht mehr, weil wir das da gebaut haben. Eben ging es noch. Das hat natürlich Vorrang. Müssen wir das nochmal wegnehmen? Also irgendein Fußweg. Sag mal, willst du mich verkohlen? Kann dieses Gebäude... Gebäude im Weg? Das ist natürlich dramatisch. Ich nehme mal den Snap weg. Der Snap verhindert manchmal auch was. Wir sehen es hier.
Hier würde es nämlich gerade noch so gehen. Versuchen wir das mal. Okay, das ist aber ein Problem an dem Modgebäude, dass es so doof designt ist. Wenn ich jetzt den so ziehe, müsste ich da doch rankommen. Ja. Und da komme ich nicht mit ran. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Gut, hätten wir die Kreuzung hier nicht, dann wäre das sicher einfacher. Aber wir haben die Kreuzung nun mal. Und dass man hier nicht quer rüber kann, finde ich ein bisschen dämlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir vermutlich dasselbe Problem, beziehungsweise da ist das sogar eklatanter, sehe ich gerade. Eieieiei, das ist ja richtig doof. Das ist richtig doof. Revidiere ich dann das gesamte... Oh, warte mal, auch hier können wir das irgendwie, glaube ich, lösen. Indem wir das ähnlich machen wie da drüben, ne? Ah. Okay, also das Gebäude ist nicht ganz optimal. Wie ist es eigentlich, wenn man hier... Ach, schaut mal, das geht. Man kann so... Oh, das ist natürlich noch eine Option. Was ist, wenn wir hier gerade rüber gehen? Ich mache nochmal den Snap an. Okay, hier muss man natürlich von der Straße denken. So, pass auf. Wenn wir jetzt so gerade rüber gehen, das scheint ja bis zu einem gewissen Maß zu gehen. Dann... Ernsthaft? Wir kommen nicht daran, ey. Ja, das liegt aber daran, dieses Modgebäude irgendwie umständlich designt ist. Jetzt ist hier komplett Gebäude im Weg. Halt, aber eben hatte ich es nicht mit Snap probiert. Also eben hatte ich es mit Snap probiert. Ich probiere es mal ohne Snap. Da könnte es vielleicht funktionieren. Da nicht. Da auch nicht. Okay. Kein Erfolg. Na. Es zuckt manchmal ins Grün. Hier. Schaut, da geht's. Also das ist wirklich komisch. Gut. Aber immerhin, wir können es bauen. Es funktioniert. So, was habe ich da? Ja, nur das Übliche. Okay, dann legen wir das hier wieder durch. Da auch. Wobei das jetzt gerade nicht exakt war. So geht das. Dann müssen wir jetzt erstmal das hier wieder machen. Genau wie auf der anderen Seite. Ah, okay, weil ich einen Snap an habe. Aha, ich verstehe. Okay, man muss dann im Prinzip eigentlich auch aus dem Snap wieder rausgehen in bestimmten Situationen. Ah, man gewinnt langsam Erfahrung mit dem neuen System. Aber dieses Fischgrätenmuster ist im Grundsatz hier ganz nett eigentlich. So, dann gucken wir mal weiter. Diesen Block habe ich dahin positioniert. Das habe ich auch dort gemacht. Na gut, dann planen wir das dementsprechend. Kann der damit ran? Ja, das funktioniert auch. Prima, da haben wir eh eine Zufahrt. Hier müssen wir überlegen, ob wir da noch weitere machen. Ich mache jetzt wirklich nur die wichtigsten. Hier denke ich, das ist, glaube ich... Wobei, wir könnten hier das ein bisschen hübscher machen, indem wir hier einen rüberziehen und den dann mittig reinführen. Das würde mir besser gefallen. Ja. So, das ist alles, das kann man alles später machen. Hier brauchen wir definitiv einen mittigen. Das kann man auch später machen. Hier ebenso. Hier benötigen wir einen, das ist klar. Hier auch, überhaupt. Wäre es ganz schön, wenn wir hier noch mittig rübergehen können. Ah, da haben wir wieder das Gebäude, das Nervige. Gehen mal bis hier. Gucken wir mal, was wir hier weitermachen können. Ah, okay. Hier
spielt die Kreuzung auch wieder nicht mit. Man könnte vielleicht gucken, ob man diese Straße auf die andere Seite positioniert. Also vielleicht irgendwie hier laufen lässt. Nee, das geht nur in diese Richtung. Da kann man also nichts machen. Dann zurück zu den Fußwegen. Okay, also man müsste im Prinzip hier rausgehen. Aber das Gebäude blockiert wieder alles. Auch ein sperriges Gebäude, wie wir sehen. Wir kommen da nicht raus. Gibt keinen Weg. Das kann ich zumindest daran führen. Dann kann man vielleicht hier irgendwie ein bisschen tricksen. Nee, kann man auch nicht. Ist auch zu eng geführt. Ah. Irgendwie das Gefühl, das ganze Thema ist ein bisschen komplizierter geworden. Schaut mal, da kann ich ran, interessanterweise. Das mache ich auch mal, aber von da komme ich nicht weg. Also dieses Gebäude ist ja irgendwie super nervig. Ich meine, ich könnte es einen Tick nach vorne setzen, das würde aber wahrscheinlich nicht nützen. Nichts nützen. Wir müssen hier einen kleinen Knick machen, das würde gehen. Wir müssen das mal so... Das kann doch nicht diesen ganzen Platz in Anspruch nehmen, ich glaube es nicht. Schaut mal, hier an dem Gebäude kann ich das super großzügig ranführen. Aber das macht Stress, ey. Ich komme hier nicht raus. Aus der Nummer. Eben war was Grünes zu sehen. Was war das? Habe ich das geträumt? Ach so, wenn ich da rausgehe. Nee, das funktioniert nicht. Also, dieses Gebäude, das macht Stress. Aber ich kann es jetzt auch nicht einfach so komplett rausnehmen, weil wir es natürlich auf der anderen Seite auch haben. Wenn ich es ein Stück nach vorne setze, dann können wir möglicherweise das nicht mehr. Aber wisst ihr was? Ich probiere das. 121,29. Das ist es. Gucken wir uns das mal an. Also, wohnen. Hier ist es. Das ist das Stressgebäude. So, das kriege ich komischerweise doch. Ich kriege es gerade. Wenn ich das jetzt so setze, dann würde ich da keine Wege mehr hinbekommen. Oder ich nehme es raus aus dem Snap und mache es ein bisschen freihändiger. In der Hoffnung, dass es dann großzügiger reagiert. Wir probieren es mal, ob es geht. Also platzieren wir es hier hin. Und was hat das jetzt für Auswirkungen für den Fußweg? Ja, es geht. Na, wer hätte das gedacht? Und wenn diese Kurve jetzt noch schöner kommt, dann bin ich komplett zufrieden. So. Okay. Ja, super. Und vielleicht kriegen wir das ja trotz... Ja, ist doch wunderbar. Perfekt. Wer hätte das gedacht? Das können wir da noch ranführen. Okay. So, da hat uns das ja keine Probleme gemacht. Dann werden wir da auch keine Veränderungen durchführen. Das ist in Ordnung. Hier gehen wir noch vorne raus. Und da gehen wir noch da ran. So, super. Da brauchen wir erstmal nichts. Da haben wir einen Straßenzugang. Diese müssen wir noch hier verbinden. Das geht nur entweder oder. Hier sieht es einfach immer schief aus, aber gut, damit leben wir. Das ist dann einfach so. Das betrifft hier den Park, wobei ein Fußweg hier ist sowieso Pflicht. Und dann haben wir hier noch ein sehr spezielles Gebäude. Das führen wir mal links und rechts erstmal raus. Und einmal mittig. Das wird sich dann zeigen, wie wir das noch gestalten. Ja, ich würde sagen... Wir haben erstmal alle Gebäude so weit ausgestattet, dass dort die Baumaßnahmen starten können. Das war ja der wichtige Punkt dabei. Gut, dann können wir das in Planung geben. Passt also platzmäßig erstmal alles. Und was mir jetzt natürlich noch einfällt, Leute, wir sind ja doch noch nicht fertig mit der
Gesamtplanung der Stadt. Jetzt fehlt ja noch Strom. Aber das ist sowieso gut. Strom kann man gut als letztes machen. Hätte ich sowieso als letztes geplant, weil man das sehr schön immer zwischenlegen und zwischensetzen kann. So, wie mache ich das jetzt? Ich werde jetzt eine neue Stromdoktrin gewissermaßen einführen. Und die sieht so aus, dass ich von zwei Seiten mit einem Starkstrom, mit einem Hochspannungsstrom rangehe. Und zwar einmal hier ran irgendwie. Das trenne ich vorher und führe die andere Leitung hier rum und hier hinten ran. Und dann haben wir so ein Trafo, so eine Transformation, wo ich dann mit, ja, ich will mal großzügig sein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und das auf der anderen Seite auch. So dass wir da überhaupt keine Durchleitungsprobleme bekommen. Das ist sozusagen jetzt mein neues Konzept. Mal gucken, wie das funktioniert. Das heißt, wir brauchen jetzt Folgendes. Wir brauchen einmal, erstmal gehen wir hier hin, wir brauchen einmal einen Hochspannungsschalter hier. So, im Prinzip muss das Ganze so geteilt werden. Ja, das ist die richtige Höhe. Nummer 1. Dann brauchen wir, und weil wir Platz haben, können wir das jetzt auch ohne Mod bauen. Wir brauchen, warte mal, was nimmt man hier nochmal? Um jetzt das umzusetzen, diesen Mittelspannungsschalter, ne? Wir brauchen den, was ist denn das? Den Leistungstransformator. Das ist das, was hier normalerweise genutzt wird. Genau. Ja, perfekt. Richtig. Alles gut. Der Leistungstransformator, der kommt dann hier ein bisschen abseits hin. Ja, ich würde sagen, hier passt das ganz gut. Und auf der anderen Seite der Stadt kommt das Gleiche hin. Und zwar relativ mittig. So. Und von da aus platzieren wir dann die kleinen Einheiten. Ist die Frage, ich glaube, wir bleiben mal erstmal bei der Hochspannung und führen die erstmal dorthin, wo wir sie hinhaben wollen. So, ich glaube, da brauchen wir keinen Snap. Das geht auch so. Also meins geht direkt daran. Dann gehen wir von hier weg. Ich würde sagen, relativ geradeaus. Bis hier und dann daran. Dann gehen wir einmal geradeaus hier rüber. Über die Berge. Wie machen wir das am besten? So. Und dann so ran. Wobei, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Erstmal so. Also die Abstände gefallen mir nicht. So passt das besser. Okay. Gut. Das kann dann gebaut werden. Wir müssen natürlich noch die Straßen machen, das ist ganz klar. So, jetzt überlegen wir uns, wo wollen wir die Umspannwerke haben? Brauchen wir was unterirdisch? Und ich glaube, so wie wir es jetzt gebaut haben, brauchen wir es eigentlich nicht. Ich sag mal, wir machen mal 3. Ein hier und ein links und rechts. Das müsste eigentlich reichen, oder? Oder ist das zu? Nee, wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir machen 4 wie geplant. So, das heißt, ist die Frage, wie weit mittig müssen wir reingehen? Ja, wenn wir da reingehen, müsste das eigentlich gut klappen. Ja. Okay, pass auf. Wir machen einen hier. Einen auf der anderen Seite. Vielleicht hier. Dann, ich bin ganz schön weit rausgegangen. Ich würde gerne hier noch auf dieser Höhe was haben.
Und hier drüben. Tja, machen wir es lieber hier. Erreichen wir noch mehr. Mal gucken, ob wir darüber kommen. Ja, das sind eigentlich nur Straßen. So, das sind diese vier. Und dann machen wir auf der anderen Seite vier. Bin mal gespannt, ob das reicht. Oder ob das... Ich meine, wir könnten, das wäre auch ganz cool, einen noch hier in die Mitte setzen, der unterirdisch läuft. Das fände ich eigentlich auch ganz gut mal. Hier ist scheint Platz zu sein. Am Einkaufszentrum. Dann haben wir das komplett, glaube ich, abgesichert. Aber hier... Ah, okay, geht nicht. Doch, geht. Ist die Frage, ob der unterirdisch dann noch reinlaufen kann. Das würde mich mal interessieren. Oder vielleicht ist am Einkaufszentrum ein bisschen zu penetrant. Pass auf, wir machen es neben dem Bahnhof. Das ist ja... Da ist ja sowieso viel los. Vielleicht setze ich den auch von der anderen Seite dann unterirdisch daran. Aber da passt es nicht. Okay. Welche Gebäude stören da denn eigentlich? Okay, hier stört irgendwie ganz viel. Pass auf, dann machen wir es doch dahin. So. Also, der kommt unterirdisch rein. Und dann kommt hier einer hin. Dann auf diese Seite. Was haben wir hier? Wohnhäuser. Ja, machen wir es mal hier. Auf diese Seite setzen wir das hier hinter. Und dann können wir das hier einfach noch rein positionieren oder auf der anderen Seite. Tja, ich bin mal gespannt, ob ich wirklich alles abgedeckt habe jetzt mit dem und ob das auch so reicht von der Stärke. Wir werden es. So. Mal gucken. Jetzt verknüpfen wir das Ganze. Okay. Also. So, das ist relativ banal. Das ziehen wir bis hier und dann hier rüber. Den unterirdischen, den werde ich von hier unterirdisch machen, denke ich. Ja, eins ist natürlich ein Nachteil an den unterirdischen, die haben nicht so eine große Durchleitungsstärke. Ich mache es aber trotzdem. Den ziehen wir bis dahin. Ah, okay, irgendeine Infrastruktur. Okay, diese unterirdische Infrastruktur steht im Weg. Das heißt, wir müssen im Zweifel noch ein bisschen weiter runtergehen. Warte mal. Wie kamen wir hier nochmal runter? Oder höher? Ah, so, alles klar. Jetzt bin ich, glaube ich, zu weit. Das reicht. Und jetzt gehen wir wieder hoch. Jetzt ist das Gebäude im Weg. Ernsthaft? Wir müssen da so einen komischen Umweg machen? Ich kann mir das kaum vorstellen. Und das ist ein Problem. Ah, schaut mal, so geht es. Gut, funktioniert. Prima. Das hätten wir. Dann gehen wir einmal hier ran. Ist das die richtige Größe jetzt? Ja. So, dann gehe ich parallel über die Gleise. An den Gleisen entlang bis daran. Okay. Und da will ich noch hin. Das wäre die Seite. Vielleicht ist hier ein bisschen zu wenig. Das wird sich zeigen. Okay, dann fangen wir mal hier an. Ah, hier gibt es Probleme. Ah, das kriege ich aber gelöst. Da gehen wir wunderbar hier rüber. Kein Thema. Wo will ich ankommen? Das sollte ich vielleicht noch mal kurz klären. Hier will ich ankommen. Da gehen vielleicht später noch die Gleise raus. Dann... Ja, machen wir das führen, das wir hier lang.
Das ist da Nummer 1. Dann wollen wir hier hin. Da würde ich sagen... Ah, okay, warte mal. Ja gut, das geht auch. Gehen wir hier ein Stück parallel. Gehen da durch. Aber das habe ich mir jetzt zu einfach vorgestellt. Hier komme ich nicht zwischendurch. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir hier zwischendurch. Das müsste allerdings klappen. Jawohl. Und daran. Das passt auch. So, das nächste, was wir erreichen wollen, ist das dort. Diese Straße endet ja auch da im Nichts. Auch ein bisschen merkwürdig. Ah, ich mach's mal da. Wer weiß, ob wir mittig doch noch was Unterirdisches verlegen wollen. Und dann haben wir da noch einen. Den wir hier irgendwie knapp rüberziehen. Ja, irgendwas muckt hier ein bisschen rum. Jetzt ist die Frage, ja, wir gehen mal unabhängig von der anderen Leitung hier rüber. Kehren dann dorthin zurück. Legen das dann hier parallel und gehen dann damit ran. Gut, auch das kann so begonnen werden. Ja, mal sehen. Das muss natürlich geprüft werden, wenn es dann soweit ist, ob das alles reicht und funktioniert. Das wird sich zeigen. Gut, dann hatte ich ja eigentlich gedacht, dass wir hier noch ein paar andere Maßnahmen treffen können, aber das hat jetzt alles mal wieder länger gedauert als erwartet. Was wir uns jetzt mal anschauen können, ist eigentlich, arbeiten hier genug Leute? Gut, es werden jetzt hier ziemlich viele Baustellen gleichzeitig bedient. Das ist schon mal in Ordnung. Aber wir haben null Arbeiter, null Arbeiter, null Arbeiter. Kann aber auch sein, dass es korrekt so ist, weil es jetzt erstmal losgeht, die Materialien gerade erst geliefert worden sind. Am Ende müssen wir uns ja überlegen, wer arbeitet hier eigentlich? Von wo kommen die Arbeiter? Da kann man dann halt ein bisschen überlegen. Wir haben einmal Baunion Wolgast. Und was ist das für ein Konstruktionsbüro? Hat einen komischen Namen. Das ist auch das hier im Prinzip in Wolgast. Alles klar. So, das Entscheidende ist, ich meine, dass die Fahrzeuge fahren, das ist ja klar. Dass die ihr Zeug holen von hier, ist auch kein Thema. Das Entscheidende und Limitierende ist, denke ich, das sind die Arbeitskräfte. Und hier können wir einfach mal gucken, was ist hier los. 20 Arbeiter, das könnte sein, dass wir hier einfach für mehr Arbeiter sorgen müssen. Okay, also dass die Baustellen wirklich gut bemannt sind. Was haben wir da für Möglichkeiten? Wir können einfach mal die Effizienzen dieser ganzen Sachen uns anschauen. Zum Beispiel hier haben wir ziemlich wenige Patienten, sehr viele Mitarbeiter. Das reduzieren wir einfach mal ein bisschen. 302, 144 können wir auch ein bisschen reduzieren auf 10. Ja, das sollten wir lassen. Das sollten wir auch lassen. Das ist Pillepalle. Das bringt nicht so viel. Ja, hier können wir bei den Verkäufern mal ein bisschen runtergehen. Das sollte kein Problem sein. Das ist übrigens hier keine gute Einstellung, wie ich gerade sehe. Sollten wir noch mal ein bisschen fein justieren. So. Boah, Kinder in Pflege ist ja enorm. Fehlende Hilfsmittel, Fleisch ist nicht da. Wie kommt das? Fleisch ist hier doch ausreichend. Ist das nicht irgendwie angebunden? Seht ihr? Solche Prüfungen, die können wir dann auch noch mal durchführen im Rahmen dieser Staffel. Da müssen wir ganz kurz gucken. Waisenhaus, Fleisch ist... Muss ich das einzeln anhaken? Nee, wenn ich nichts anhake, muss er alles machen. Okay, da mangelt es ganz offensichtlich an Kühlwaren, oder? Steht hier einer rum? Ist das ein Kühlwagen? Was ist denn das für ein Ding? Doch, das ist eigentlich ein Kühlwagen. Warum fährt er nicht? War die Einstellung möglicherweise falsch, die ich hier gewählt habe? Nee, der Speicher müsste ja eigentlich extra gelten. Und eigentlich müssten die losfahren.
Oder ist das keiner? Was ist denn das für ein Ding hier? Doch, der transportiert Fleisch. Der müsste eigentlich fahren. Warum tut er nicht? Warum fährt er nicht? Ah, warte mal. Wir müssen mal gucken, wo holt er eigentlich Fleisch? Beladen. Wisst ihr was? Das Fleischding ist gar nicht Teil der Beladungskette. Der hat gar keinen Ort, wo er Fleisch herholen soll. Na, dann ist natürlich klar. Gut, dass wir das gesehen haben. Das fügen wir einfach mal noch mit an hier. Und dann kann der einfach von dort Fleisch beladen. Und zum Kinderheim bringen. Und das macht er jetzt auch. Er fährt los. Okay, sehr schön. Das Problem haben wir gelöst. Hier gibt es einen Zug, der zu lange wartet. Was ist das für ein Problem? Das ist einfach nur ein Kohleproblem, ja. Die müssen erst voll beladen werden. Das ist kein strukturelles Problem. Gut, aber wir gucken hier weiter nochmal nach Arbeitskräften. Hier können wir aber nichts einsparen. Polizeipersonal weiß man immer nicht so richtig, wie viel man braucht. Gefühlt arbeitet da zu viel. Kraftwerk muss voll besetzt sein, ist klar. Feuerwehr und so weiter auch, denke ich. Da sollte man nicht sparen. Gut, das Einzige, was wir natürlich machen können, wir können unsere Kleidungsproduktion wieder reduzieren. Das würde enorm viel mehr Arbeiter freisetzen. Schaut mal, wir haben hier... Ah, das könnte man machen. Das würde aber bedeuten, dass wir an der Linie irgendwas verändern müssen. Wir gucken mal, Liniendetails, Wolgas Busplattform. Beladen Arbeiter. Da könnte man sagen, dass auf der gesamten Linie... Verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Nur 50% mitgenommen werden. Das müsste jetzt eigentlich alle Fahrzeuge der Linie betreffen. Und man könnte dann gleichzeitig hier einfach einen Betrieb komplett einstellen. Dass hier auch quasi kein Bedarf erzeugt wird. Und auch bei der Stofffabrik das Ganze halbieren. Wir sind gut ausgestattet mit Kleidung, das ist kein Problem. Dadurch müssten eigentlich deutlich mehr Arbeit am Ende zur Verfügung stehen. Jetzt können wir mal gucken, ob das auch so gemacht wird. Das war ja diese Linie, genau, 50%. Wir schauen mal, ob sich da was ändert. Es kann aber sein, dass das erst noch mal mittelfristig jetzt wirklich eine Auswirkung hat. Weil jetzt hier noch nicht so... Ah, jetzt schaut mal, jetzt sind hier schon 88 wartende Arbeiter. Warum fährt er eigentlich da so langsam? Ist ja erbärmlich. Und der nimmt jetzt nur 39 mit. Hm. So, und insofern können wir nur hoffen, dass hier ausreichend Busse eingeplant sind. Sind das gute Busse, die wir haben? Wir haben 3 Busse. Ist das möglicherweise zu wenig? Ja, das ist immer so eine Frage, ne? Kapazität 82. Ist das das Beste, was geht? Bustechnisch? 98 sind wir inzwischen schon. Da könnte man noch was machen. Bei den Schlenkerbussen sogar, aber die fahren... Obwohl, die fahren auch nicht viel langsamer. 82 bei 75 km/h. Das ist vielleicht noch so ein Thema, ne? Schlenkerbusse kommen mir hier komisch vor, aber die finde ich ganz gut. Also warte mal, wir haben 82 bei 75 und das sind 98 bei 66. Das ist jetzt eine hübsche Hochrechnung, ob das wirklich, was da wirklich das Bessere ist. Ich weiß es nicht. Können wir was anderes einsparen? Was steht denn hier rum? Ich meine, das ist ja schon so ein bisschen so ein Indiz. Die Dinge, die rumstehen, werden vielleicht nicht so oft benötigt. Könnte man ja mutmaßen. Ah, schwer jetzt hier. Was ist das denn hier eigentlich? So eine Pritsche. Okay. Die stehen ja hier scheinbar alle rum. Pass mal auf. Wir verkaufen mal eine Pritsche und kaufen dafür jetzt hier noch einen Bus. Dass mehr Arbeiter rankommen. Und da gönnen wir uns dann mal den. Okay, vielleicht bringt es ja was. Hier oben, die sind ja auch beteiligt. Da fährt gerade erst ein Bus los. Vielleicht fahren die auch wirklich erst los, wenn da wirklich Bedarf ist. Auf jeden Fall, wir sehen, die Änderungen, die haben schon was bewirkt. 106 Arbeiter stehen da und ich hoffe, das bringt die
Bauarbeiten jetzt hier ordentlich voran. Wir werden dasselbe auch nochmal prüfen, was Stralsund betrifft, denn auch von dort werden Bauarbeiter dorthin geschickt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.